Dieses Mal war alles anders. Denn statt die Frühjahrsferien mit ihren Eltern auf Mallorca zu verbringen, hatten sich Hanni und Nanni von ihrer Klassenkameradin Tessie dazu überreden lassen, sie auf den Reiterhof Vier Eichen zu begleiten. Doch schon gleich nach ihrer Ankunft gab es an der Rezeption erste Schwierigkeiten. Stimmt etwas nicht, Luise? Ist das Programm abgestürzt oder weshalb tippst du so unentwegt auf der Tastatur herum? Nein, Tessie. Das Computerprogramm läuft einwandfrei und die Buchung deines Zimmers ist auch bestätigt. Aber was deine beiden Freundinnen betrifft... Hanni und Nanni Sullivan. Ja. Die Namen habe ich korrekt eingegeben. Aber dennoch... Dennoch? Was? Warum reden Sie denn nicht weiter? Ihr beiden braucht mich nicht zu sitzen und könnt mich ebenfalls Luise nennen. Okay. Einverstanden, Luise. Aber was um alles in der Welt stimmt denn nicht? Laut dieses Programms sind die Zimmer, die für euch vorgesehen waren, bereits vergeben. Na, der erste Ferientag fängt ja schon mal gut an. Keine Panik, Nanni. Hanni. Oh, Verzeihung, Hanni. Es wird sich bestimmt nur um ein Versehen handeln. Einen kleinen Moment, ich muss kurz telefonieren. Mhm. Ihr könnt gern warten oder euch dort so lange an den prasselnden Kamin setzen. Wir warten hier. Kein Problem. Ja, Frau Berger, hier spricht Luise. Könnten Sie vielleicht mal kurz hier an die Rezeption kommen? Es handelt sich um eine Doppelbelegung. Okay. Und? Frau Berger, das ist die Gutsverwalterin, nimmt sich der Sache persönlich an. Da ist sie ja schon. Hallo, Frau Berger. Hallo, Tessie, unsere treue Seele, die uns in jeden Frühjahrsferien pünktlich die Ehre erweist. Und dieses Mal lerne ich ja auch endlich deine beiden Freundinnen kennen. Ja, darf ich vorstellen? Das sind Hanni und Nanni. Ja, guten Tag. Hallo, ich bin Hanni. Na, dann lass mich doch mal kurz an den Rechner, Luise, damit ich sehen kann, was da schiefgelaufen ist. Gern. Oje, Zimmer 17, das Lindenzimmer. Wie kann das denn angehen? Das ist tatsächlich schon belegt? Allerdings. Und zwar, weil ich in diesem Zimmer residiere. Und glaubt mal nicht, dass ich das schönste Zimmer im ganzen Hof an euch abtreten würde. Oje. Darf ich vorstellen, Zwillinge? Das ist Clara. Mhm. Ihr Onkel betreibt in der Nachbarschaft den Reiterhof zum geraden Hufeisen. Zum geraden Hufeisen? Das ist doch wohl ein Witz. Und das, Clara, sind meine Freundinnen Hanni und... Wie ich höre, seid ihr beiden ebenfalls auf Zimmer 17 gebucht worden? Mhm. Tja, das könnt ihr euch nun getrost abschminken. Pech gehabt. Tja, und wie soll es denn nun weitergehen, Frau Berger? Das ist allerdings ein großes Problem. Wie meinen Sie das? Weil alle anderen Zimmer und Betten bereits bis auf den letzten Platz belegt sind. Ach, das ist nicht Ihr Ernst. Tja, wer zuerst kommt, malt zuerst. Ich sitze schließlich direkt an der Quelle. Meinem Vater gehört nämlich das Hufeisen. Ich habe darauf bestanden, dass er mir für die Ferien das schönste Zimmer im Vier Eichen bucht, damit ich in meinem Zimmer drüben endlich eine eigene Badewanne eingebaut bekomme. Würdest du dich bitte ein wenig zurückhalten, Clara? Es ist äußerst unhöflich, sich so in den Vordergrund zu stellen. Tja, dann können wir ja wohl wieder abreisen, oder? Toll. Jetzt sind unsere Eltern schon auf Mallorca. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Nun ja, ich könnte vielleicht eine Ausnahme machen, wenn ihr... Wenn wir was? Ich könnte euch noch einen Schlafplatz in der alten Scheune anbieten. Direkt bei unseren Pferden. Komm, wir steigen mal nach oben. Ja, los! Ja. Komm, Nanni. Oh, Vorsicht! Die unterste Sprosse ist ein bisschen wackelig. Ja, stimmt. Also, ich bleib lieber hier unten. Dort oben ist es doch bestimmt total staubig. Oh. Man muss so eingebildet sein. Lass es, Nanni. Lohnt sich nicht. Wow. Eine tolle Alternative. Mhm. Durch die Pferde ist es hier immer schön warm. Und auf den Feldbetten liegt es sich auch ganz bequem. Denkst du auch, was ich denke, Hanni? Auf jeden Fall, Nanni. Hier ist es doch total gemütlich. Die Sache ist geritzt. Wir machen Urlaub auf dem Heuboden. Wenn wir das erst Carlotta erzählen, die wird Augen machen. Kommt, wir gehen wieder runter, bevor Clara es sich anders überlegt und doch noch hier heraufkommt. Okay.
Ich sehe schon, diese Scheune hat genauso viel Luxus, wie ihr vertragen könnt. Also, ich lege mich jetzt erstmal in die Wanne. Bei dem Staub hier fühle ich mich ganz schmutzig. Genau. Jeder so, wie er mag. Und wir sollten jetzt auch rübergehen und Frau Berger mitteilen, dass wir auf alle Fälle bleiben. Ja, das machen wir. Und so hatte sich für die Zwillinge nach dem anfänglichen Schrecken doch noch alles zum Guten gewendet. Fröhlich richteten sie sich mit Tessis Hilfe in ihrem neuen Domizil ein. Und danach wurde im gemütlichen Speiseraum zu Abend gegessen. Tessie, Hanni und Nanni schmunzelten über das saure Gesicht von Clara, die keinen rechten Appetit zu haben schien. Clara merkt gar nicht, wie unbeliebt sie sich mit ihrer überheblichen Art macht. Sie hat sogar schon Frau Berger gegen sich aufgebracht. Das ist nur wirklich nicht leicht. Sie ist echt ziemlich eingebildet. Mhm. Und als Frau Berger uns den Stall gezeigt hat, da bekam sie vor Eifersucht ganz schlechte Laune. Habt ihr bemerkt, wie sie uns angesehen hat? Mhm. Wenn Blicke töten können. Sie lässt keine Gelegenheit aus, in aller Öffentlichkeit am Vier Eichen herumzumäkeln. Im Hufeisen ist angeblich alles viel schicker. Komisch, dass bei ihr immer so viele Reparaturen zu machen sind. Also ich glaube, dass sie hier für ihren Onkel spioniert, dessen Reiterhof weniger Gäste anzieht als der Vier Eichen. Naja, wenn ihre freundliche Art in der Familie liegt, wundert mich das überhaupt nicht. Ach komm, lasst uns lieber über Pferde reden. Das ist viel spannender. Was hatte an ihrer Nase gekitzelt? Sie tastete mit den Händen um sich und fühlte Heu. Richtig. Sie lag ja mit ihrer Schwester in der Scheune auf dem Reiterhof. Doch da war noch ein Geräusch zu hören. Es kam von draußen. Das ist doch ein Auto. Das ist mitten in der Nacht. Wo ist denn mein Wecker? Hier. Schon 2 Uhr durch. Ey, Nanni, was ist denn los? Kannst du nicht schlafen? Ich weiß auch nicht. Hörst du das? Da draußen fährt ein Auto. Wie jetzt? Mitten in der Nacht? Das ist es ja, was mich stutzig macht. Ich schau mal aus der Luke, was da los ist. Mhm. Ja, merkwürdig. Oh, wovon um alles in der Welt redest du? Da draußen vor dem Hof fährt ein Polizeiwagen. Ganz langsam, im Schritttempo. Was haben die Polizisten um diese Zeit hier zu suchen? Oh, frag mich bitte etwas Leichteres. Aber wenn die Polizei hier auch nachts ihre Runde dreht, dann können wir uns ja zumindest sicher fühlen. Jetzt drehen sie wieder ab und fahren davon. Na bitte. Dann scheint ja alles in Ordnung zu sein. Und jetzt leg dich wieder hin, bevor du noch die Pferde aufweckst und scheu machst. Einverstanden. Aber eigenartig ist es schon. Ach was. Schlaf jetzt. Gute Nacht. Also schön. Gute Nacht.